Der Bayerische Landtag wählt heute einen neuen Ministerpräsidenten. Er übernimmt ein starkes Land. Bayern ist vor allem wirtschaftlich stark. Das haben wir gemeinsam erarbeitet. Die Menschen in unserem Land, allen voran die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Unternehmerinnen und Unternehmer, unsere Gewerkschaften, unsere Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte, die Staatsregierung und der Landtag. Bayern kann aber nur ein starkes Land bleiben, wenn auch unsere Demokratie stark ist. Hier aber habe ich Sorge. Denn auch in Bayern haben sich in den letzten Jahren viele Menschen von der Politik abgewandt. Wir alle hier wollen, dass Bayern ein starkes, lebenswertes und weltoffenes Land bleibt. Aber das wird nur gelingen, wenn wir diese Menschen zurückgewinnen. Was muss ein Ministerpräsident leisten, um Demokratie und Zusammenhalt bei uns in Bayern zu stärken? Der entscheidende Punkt ist der politische Umgang miteinander. Wir brauchen eine politische Debatte mit Respekt vor der anderen Meinung und mit einem offenen Ohr für das bessere Argument. Ein guter Ministerpräsident widersteht der Versuchung des Populismus. Er baut Vorurteile ab, statt sie zu verstärken. Ein guter Ministerpräsident erklärt die politischen Notwendigkeiten sachlich und handelt mit Augenmaß. Was die Menschen in Bayern aber auch von der Politik verlangen, ist Klarheit und Geradlinigkeit. Daran hat es in den letzten Jahren am meisten gemangelt. Für Studiengebühren und dagegen. Für mehr Atomkraft und für den Atomausstieg. Für Stromtrassen und dagegen. Für die Betonierung der Donau und dann für einen naturnahen Ausbau. Vehement für das G8 und dann doch wieder für das G9. Die Liste ließe sich weitreichend fortsetzen. Politik in Bayern braucht aber eben auch mehr Ernsthaftigkeit. Ernsthaftigkeit bedeutet, dass man dort Ziele vorgibt, die man tatsächlich erfüllen will. Dass man Projekte vorstellt, die tatsächlich umgesetzt werden, weil sie realistisch sind und reale Probleme lösen. Zu einem guten Umgang in der Politik gehört auch der Respekt vor dem Glauben. Respekt vor dem Glauben unserer Bürgerinnen und Bürger in Bayern. Das gilt für Katholiken und Protestanten. Das gilt für Juden und für Moslems. Das gilt für andere religiöse Bekenntnisse und es gilt auch für die vielen Menschen in Bayern, die nicht religiös sind. Man muss nicht gläubig sein, um ein guter Politiker zu sein. Man muss kein Christ sein, um eine gute Politik zu machen. Aber wenn wir uns Christen nennen und Politik machen, dann müssen wir diesem Bekenntnis auch gerecht werden. Und das heißt, die Menschlichkeit muss an erster Stelle stehen. Leitmotiv für Ihre Amtszeit als Ministerpräsident, Herr Söder, sollte auch keinesfalls Ihr Idol aus der Jugendzeit werden, dessen Plakat ja über Ihrem Bett hing, Franz Josef Strauß, der 1974 in Sonthofen Folgendes sagte. Ich zitiere, aber die vielen nüchternen, harten Fragen der Landespolitik, wo man viel Sachkunde braucht, all das macht nicht die Wahlergebnisse von morgen aus, sondern die Emotionalisierung der Bevölkerung, und zwar die Furcht, die Angst und das düstere Zukunftsbild sowohl innenpolitisch wie außenpolitischer Art. Wenn dies Ihr Leitbild ist, werden Sie der Verantwortung für die Demokratie in Bayern nicht gerecht werden. Denn es muss darum gehen, die Menschen in Bayern zusammenzuführen, und sie nicht gegeneinander oder gegen Menschen auszuspielen, die woanders leben oder die von woanders zu uns kommen. Herzlichen Dank.